Guten Abend, in diesem Sommer lernte ich einen jungen Mann kennen, David hieß er mit Vornamen, und seine Geschichte war etwas durch die Presse gegangen schon. Der hatte bei einer Haushaltsauflösung, so beim Transport mitgeholfen, und einen Wäschetrockner dabei entsorgen müssen. Nun ist das ja nichts Ungewöhnliches und Sensationelles, nur beim Ausräumen dieses Wäschetrockners aus der Wohnung fand er 40.000 Euro. In dem Wäschetrockner. Und das ist ja schön, wie das große Los oder Lottogewinn oder so, wie auch immer. Ja, konnte er sicher gebrauchen. Hat er aber nicht, sondern hat das abgegeben und gesagt, ich habe hier 40.000 Euro gefunden. Haben die Leute ihn angeguckt und gesagt, wie? Und dann einfach so abgeben. Muss man zwar nach dem Gesetz, nicht? Alles was mehr, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, alles was mehr als 10 Euro ist, muss man beim Fundbüro abgeben. Aber bei 40.000 Euro in der Wäschetrommel kann man vielleicht ja schon mal vergessen, nur gerade hat das Gesetz gerade nicht so parat oder was, nicht? Und das, der Hammer bei der Geschichte war, diese Umzugsaktion wurde von einer Gruppe von Leuten durchgeführt, die so nahe der polnischen Grenze in der schlesischen Oberlausitz in einem, die im Drogenrehabilitationszentrum waren. Der hatte nämlich einen ziemlich schwierigen Weg. Der war drogenabhängig gewesen, war auch im Gefängnis gewesen, war jetzt in dieser Einrichtung dort und versuchte wieder auf die Beine zu kommen, einen neuen Weg zu finden und hatte Riesenschulden. Hätte er also ganz gut gebrauchen können, um seine Schulden abzudecken. Leute haben ihn fassungslos gefragt, warum machst du das? Dann hat er ihnen schlicht die Geschichte erzählt. Mein Leben hat eine neue Kurve bekommen. Ich habe erfahren, dass Gott lebt und dass er mir in Christus ganz nahe gekommen ist. Das hat eine solche Power, eine solche erneuernde Kraft für mich. Ich habe kennengelernt, was Ehrlichkeit ist. Frische Luft, Licht. Ich habe lang genug mit einer Lebenslüge des Selbstbetrugs gelebt. Ich will frei sein. So. Er hat erzählt, was das für ihn bedeutete, Christus kennenzulernen. War ihm nicht in der Wiege gesungen worden, dass das mal seinem Leben so werden würde. Sehr schwieriger Weg. Nun, schön an der Geschichte ist, dass das wurde publiziert und das führte dann dazu, dass eine Menge Leute sich ein Herz genommen haben, ihr Konto ein bisschen angepackt und gesagt haben, da müssen wir zusehen, dass dieser Junge seine Schulden los wird. Er hat so viel Spenden gegeben, dass er seine Schulden bezahlen konnte. Also das war auch noch dabei. Also das war, als ich diesen jungen Kerl traf, der in dessen Lebensgeschichte an irgendeinem Abend da auch pro Christ eine Rolle gespielt hat, das hat mich sehr, sehr tief berührt. Ist der Ehrliche der Dumme? Ist der bescheuert? Ich weiß nicht, wie intensiv Sie die Bibel kennen. Ich empfehle Ihnen sehr dringend, sie zu lesen. Das bildet sehr, selbst wenn Sie dagegen sein sollten, macht sich immer besser zu wissen, wogegen man ist. Also, wenn Sie keine haben, manche Leute haben ja nur so einen alten Schinken zu Hause. Ich traf jemanden, der konnte die nicht richtig aufblättern. Nicht, weil er nicht wusste, dass er Seite für Seite ist, sondern weil der Goldschnitt noch so intakt war, dass immer 40 Seiten zusammenklebten. Da muss man dann oben im Nagel entlang gehen und die lösen, damit man dann ein bisschen losgeht. Es gibt aber am Büchertisch ganz handliche Exemplare auch, das ist toll. Also heute hat gar keiner mehr Ausreden. Es gibt Bibeln jetzt in sehr modernen, lesbaren Übersetzungen, die sehr zuversichtlich sind. Und wer mit Büchern absolut nichts anfangen kann, der macht das wie die Frau in Berlin, die ich traf. Die sagte, was auch immer für ein Buch ich anpacke, ich schlafe dabei ein. Ist ja auch nichts Schlechtes, wenn jemand Schlafmittel nicht braucht, sondern nur ein Buch braucht, zum Einzuschlafen. Aber nun wollte sie die Bibel lesen. Und sie konnte einfach nicht die Bibel lesen. Das sagt, das geht bei mir nicht. Und dann kam sie eines Tages strahlend an und sagt, jetzt habe ich's. Sie hatte sich die ganze Bibel auf MP3 besorgt und hat die auf ihr Handy geladen. Und sie sagte, wenn ich im Bus fahre, da habe ich einen Knopf im Ohr und da kann ich Matthäus Evangelium hören. Das geht mir so tief rein. Und wo auch immer ich bin, wenn ich das höre, so kann ich die Bibel
Also es gibt viele Möglichkeiten, also jeder sollte das den Weg wählen. Jedenfalls eine Ausrede, sich mit dem Originalton zu informieren, hat eigentlich heute keiner. Nun, die Entscheidung muss man treffen. Ich sage das Ganze, weil Sie dort im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, es ist alles nummeriert, nicht ursprünglich, sondern später erst, damit wir es heute besser finden, Kapitel 19, da finden Sie die Geschichte von so einem Chef, so einem Mafia-Boss aus der Welt berühmt. Eine der ältesten Städte der Welt ist Jericho. 7000 vor Christus schon besiedelt und wahrscheinlich eine der ältesten Städte überhaupt der Welt. Und zur Zeit von Jesus war der da Mafia-Boss. Also der war Kollaborateur mit der römischen Besatzungsmacht und erpresste die Einwohner in dieser Region. Also musste die Steuern einziehen für die Römer und tat da so 20% bis 50% drauf für die eigene Tasche. Und da spritzte das Blut. Also das war ein Schwein, um es mal deutlich zu sagen. So. Und entsprechend liebten ihn die Leute. Und von dem lesen wir, dass er eine Begegnung mit Jesus hat und das in seiner Villa. Und dass er dann aufsteht, wörtlich, und sagt, ich will die Hälfte meines Vermögens den Armen geben und wo ich betrogen habe, will ich vierfach zurückzahlen. Ich weiß nicht, wenn man das ausrechnet, ob der überhaupt noch was hatte zum Schluss. Hängt jetzt davon ab, wie viel der betrogen hat, aber er hat fast alles nur durch Betrügereien auf unrechte Weise bekommen. Und da fragt man sich, war der dumm? Jetzt war der plötzlich ehrlich. Er räumte auf und sagt, ja, betrogen, ich will zurückgeben und ich will teilen mit den Armen. Das gibt es. Diese Berichte passieren. Ich sprach mit einem Speditionsunternehmer, der an Christus glaubte. Und der sagte ziemlich traurig, dass er jetzt beschlossen hätte, sein Unternehmen aufzugeben. Er sähe keine Möglichkeit mehr. Er kriegte die Aufträge von bestimmten großen Unternehmen für seine LKWs nur noch, wenn er die Termine fälschte, so wie die Auftraggeber, die ihre Produktionstermine nicht einhalten konnten und dann Konventionalstrafen zahlen müssen und so weiter. Und das wollten sie abwälzen auf den Spediteur. Und er kriegte also einen fetten Auftrag, wenn er diese Schieberei und diesen Betrug dann mitmachte. Und sagte ich, der Druck ist so stark in dem Bereich hier, ich sehe keine Möglichkeit mehr, wie ich mein mit ehrlichem Gewissen dieses Geschäft weiterführen soll. Und dann hat er es aufgegeben. Das ist bitter. Also es ist durchaus nicht so, dass die Geschichte immer so ausgeht, dass man zum Schluss sagt, das lohnt sich. Obwohl ich mich freue über jede Geschichte, die wir hören. Und heute haben wir ein gutes Beispiel davon gehört. Ich entsinne mich an einen Mann. Also ich war lange Jugendpfarrer in Essen und war so ein Mann von etwa 40 Jahren. Der war Geschäftsführer in einem großen Unternehmen. Und das war so eine Lebenswende. Und dann beschloss der wirklich ehrliche Geschäftspraktiken. Und wenn man das immer schon gemacht hat, ist ja gut, dann ist da eine Linie drin. Aber wenn man vorher anders gearbeitet hat und dann plötzlich sich ändert, kann das zu Problemen führen. Und das führte, und er war ja nicht Eigentümer, er war angestellter Geschäftsführer. Also es war durchaus eine Phase, in der das auf der Kippe stand, ob die das so akzeptierten und so. Aber er hat das durchgehalten und es war auch einigermaßen offensichtlich erfolgreich. Und dann nach 6-7 Jahren, nachdem er diese Praxis in seinem Leben geändert hatte, wirklich begründet damit, ich habe mich jetzt entschieden, Christus zu folgen und ich vertraue ihm und ich möchte, dass das in meiner beruflichen Praxis auch spürbar wird. Da hat er dann gesagt, wenn ich das heute angucke, wenn ich jetzt jemanden betrügen würde, dann wäre das reine Geschäftsschädigung für mein eigenes Unternehmen. Denn ich habe jetzt immer so gearbeitet mit offenen Kalkulationen, die durften richtig alles angucken. Dann haben sie gesagt, guck hier, das ist die Marge, die ich noch habe und du kannst sagen, ob das geht oder nicht geht, was ich kann, was ich nicht kann. Dann sagte, die vertrauen mir inzwischen so sehr, dass ich in meiner Kalkulation ehrlich bin und sie nicht über den Tisch zeige. Wenn ich das könnte ich ausnutzen. Wenn ich das einmal ausnutze und dabei auffalle, ist das ganze Kapital des Vertrauens weg. Also es ist so und so. Es gibt da die schwierigen Erfahrungen, die mit Opfer verbunden sind. Es gibt die tollen Erfahrungen. Zu den eher schwierigeren Tatsachen gehört
dass nach Auskunft des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft wir in Deutschland jährlich einen Schaden von 4 Milliarden Euro durch Versicherungsbetrug haben. Also Hausratsversicherung, Kraftfahrzeugversicherung spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle. 4 Milliarden. Und da die das legen die ja alle wieder um. Das heißt, das passiert ja jedes Jahr. Sie ahnen das, man kann es dann nicht erwischen. Und das heißt, es wird auf die Prämien draufgeschlagen. Das heißt, wir alle, es wurde ausgerechnet, dass für jeden Haushalt mindestens 75 Euro Prämie gezahlt werden muss, alleine, also für alle deutschen Haushalte, um allein den Betrugsschaden in der Versicherungsgesellschaft auszugleichen. Das heißt, wir könnten alle weniger Kfz-Versicherung und Haftpflichtversicherung zahlen für die Sachen, wenn wir ehrlich verfahren. Also sag mal, wie bescheuert sind wir eigentlich? Das heißt, wir betrügen uns alle zum Schluss selber, wir zahlen den Zaster auch noch selber und finden zum Schluss, wir wären die Cleversten, die überhaupt hier weit und breit rumlaufen. So, und dabei vergeht kein Sonntag und keine festliche Veranstaltung, wo heute nicht irgendjemand darüber tönt, dass wir doch die Werte so wichtig finden und dass wir das alles so ganz dringend brauchen und in der Erziehung natürlich und bei jungen Leuten aber auch und überhaupt und allgemein und insbesondere die Werte sind so wichtig. Dabei ist ja so, das ist ja ganz offenkundig, wir haben kein Erkenntnisproblem, so sagt man, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Es fehlt uns nicht an der Erkenntnis zu wissen, was eigentlich sein sollte. Eigentlich müsste man ehrlich sein, eigentlich müsste man gerecht sein, eigentlich müsste man ein bisschen Herz haben und barmherzig sein. Eigentlich sollte man, müsste man, wenn man könnte, wenn man möchte, wenn man dürfte und so. Nur das Problem ist also kein Erkenntnisproblem, sondern ist ein Umsetzungsproblem. Warum passiert es denn nicht? Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es, ist ein ziemlich platter Satz, aber es ist ja was dran. Es nützt ja nichts, dass wir alle in der Theorie, ich meine, jeder ist mit den größten idealen Werten im Einklang, solange er nicht selber damit zu tun hat. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der die Ehe brechen wollte. Würde ich die Ehe brechen? Nur die Tausende von Ehen, die gebrochen werden, das war alles gerade, ich meine, ich hatte kein Verständnis und man muss ja auch Verständnis haben. Das heißt, es sind immer in dem Fall, wo wir in Konflikt mit einem Wert, einem Standard, einem Maßstab kommen, ist es immer gerade die Ausnahmesituation, die man doch verstehen muss, wo das jetzt mal ganz anders ist und wo man da nicht so penibel sein muss. Das heißt also, solange wir nicht wirklich damit zu tun haben, wo das nicht heiß wird im eigenen Leben, die Wahrheit zu sagen oder gerecht zu sein oder barmherzig zu sein oder so treu zu sein, solange das nicht das eigene Problem ist und nichts dagegen spricht, dass man das tut, solange sind wir immer dafür. Das heißt, dass an der Umsetzung fehlt es. Die Spitze dieser ganzen Problematik, will ich mal sehr neutral sagen, um nicht Heuchelei zu sagen, die Problematik darin, die Spitze davon ist, dass ich ganz viele Menschen höre, die sagen, also eigentlich funktioniert unser Zusammenleben nur dann richtig, wenn die 10 Gebote im Grunde gelten. Wie oft habe ich das in meinem Leben gehört, dass jemand sagt, also mit Gott das und Jesus schon gar nicht und Bibel, das kann ich ja eigentlich alles nicht so richtig glauben. Aber ich bin schon überzeugt, die 10 Gebote, das ist was Ordentliches und danach sollte man sich richten, so. Gut, jetzt ist die eine Frage, wie viel von den 10 Geboten kennt man überhaupt noch? Das ist dann schon zweitens. Sie können ja mal selber den Test machen, wenn Sie so innerlich mal aufsagen. So, und das zweite an dem Problem ist, dass ich beobachte, dass auch die sagen, die 10 Gebote sind so wichtig und man sollte nach den Werten leben, eigentlich nicht wissen, was das erste Gebot ist. Denn die 10 Gebote funktionieren nicht ohne das erste. Und das erste Gebot ist, und das möchte ich Ihnen gerne nahebringen, ist eigentlich gar kein Gebot, wenn Sie es mal genau betrachten, sondern ist viel eher, ja, wie soll ich sagen, eine Liebeserklärung. Eine Liebeserklärung. Sie können das ja nachlesen, die 10 Gebote stehen gleich zweimal in der Bibel und das kann man sehr leicht behalten. Im 2. Buch Mose Kapitel 20 und im 5. Buch Mose Kapitel 5 finden Sie den Text der 10 Gebote. Lesen Sie mal in Ruhe durch und dann können Sie auch die Preisfrage noch
beantworten, warum bei manchen das Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis, also sollst nicht lügen, sollst nicht falsch Zeugnis, wo es heute Abend besonders geht, das achte Gebot ist und bei manchen das neunte. Und trotzdem gibt es die 10 selben. Das ist eine mathematische Aufgabe. Aber die lasse ich als Rätsel mal stehen und löse die heute Abend nicht, damit Sie ein bisschen Neugier haben. Sie ist nicht lebensentscheidend, aber Sie werden es feststellen, wenn Sie den Text lesen, können Sie das mal selber durchzählen. Das erste Gebot beginnt so. Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es fängt an, ich bin der Herr. Nun steht da bei der deutschen Übersetzung, in den meisten deutschen Übersetzungen, der Herr. Aber wenn Sie es lesen, merken Sie, dass dieses Wort Herr dort mit Großbuchstaben gedruckt ist. Und das ist ein Hinweis darauf, dass eigentlich im Urtext, im hebräischen Urtext des Alten Testamentes an dieser Stelle nicht Herr steht, sondern der Name Gottes, den er Mose offenbart hat, Yahweh. Ich werde sein, der ich bin, ich werde sein, der ich sein will, so versucht man das zu übersetzen. Der eine, der sich selbst bestimmt, der Zuverlässige. Und wie kommt das mit dem, warum steht der Name jetzt nicht da? Vielleicht wissen Sie das, sonst sage ich es Ihnen. Juden hatten eine große Ehrfurcht vor diesem Namen und hatten eine große Sorge, sie könnten diesen heiligen Namen Gottes missbrauchen. Und deshalb scheuten sie sich, ihn überhaupt auszusprechen. Und dann haben sie das so gemacht, das müssen Sie, wenn Sie hebräische Sprache lernen, merken Sie das, das ist ganz komisch, anders als in der deutschen Sprache, also alle sogenannten Konsonanten, also wie T, N, M und so, die werden so geschrieben und die Vokale E, O, U, I, die werden nur als Pünktchen oder kleine Striche drunter oder drüber gesetzt. Und wenn Sie ja normal, wenn Sie in Tel Aviv oder in Jerusalem oder Israel auf der Straße Straßennamen lesen, finden Sie diese Pünktchen gar nicht. Ist gar nicht so, als gäbe es in der deutschen Sprache nur die Konsonanten, also nur T, M, alles, also I, E, U, das nicht. Das weiß aber jeder, der Hebräisch kann, der kann das lesen. Wer es nicht so richtig kann, hat da große Schwierigkeiten, dann überhaupt das zu lesen und zu entziffern. Und dann haben die Juden Folgendes gemacht. Die haben über die Konsonanten, über die Buchstaben des Gottesnamens Yahweh, haben sie die Vokale, die Pünktchen und Striche von dem Wort Herr, Adonai heißt das auf Hebräisch, geschrieben. Als eine Lesehilfe, damit, wenn sie das sahen, beim Lesen der Bibel, immer ausgesprochen haben, Adonai, das heißt Herr. Und Luther hat bei seiner Bibelübersetzung ins Deutsche diese Ehrfurcht übernommen. Man kann darüber streiten, ob das richtig ist. Weil, werden Sie gleich sehen, denn Gott hat seinen Namen gegeben. Er sagt zwar, du sollst ihn nicht missbrauchen, aber er gibt ihn ja, damit er gebraucht wird. Warum sagt man seinen Namen? Jemand stellt sich mit einem Namen vor, weil er will, dass der andere weiß, wer ich bin und mich anreden kann. Wenn ich nicht will, dass der andere zu mir in eine Beziehung tritt und mit mir spricht, dann sage ich meinen Namen nicht. Wenn ich mich aber vorstelle, dann will ich, dass der andere mich anreden kann und mit mir sprechen kann. Und das ist ja die ganze Pointe hier, dass Gott zuerst sagt, ich bin Yahweh. Ich möchte, dass du meinen Namen kennst, nicht irgendein nebulöses, höheres Wesen im Jenseits, wo keiner eine Ahnung hat, was das so ist, sondern ich bin Yahweh, der Zuverlässige, der Treue. Ich möchte, dass du mich anreden kannst, dass du zu mir sagst, das ist von der Schöpfung her, so wie die Bibel es offenbart, überhaupt der springende Punkt in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Dass der Mensch das Wesen ist, zu dem Gott du sagt, dass er anspricht und dadurch eine Ich-Du-Beziehung, eine Personenbeziehung herstellt, das unterscheidet den Menschen von allen anderen Geschöpfen. Dass er zu Gott antworten darf und du sagen darf, weil Gott ihn angeredet hat und du zu uns gesagt, seinen Namen gegeben hat. Ich bin wer?
Das gibt jedem von uns eine unverlierbare Wichtigkeit und Bedeutung und Würde. Das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Denn viele erleiden das heute in ihrer Umgebung, dass sie ignoriert werden. Keiner sieht sie, wird wie Dreck behandelt, kommt nicht vor, man wird glatt übersehen, man spricht nicht miteinander. Menschen sterben im Schweigen der anderen. Weil wissen wir, dass das für eine Kostbarkeit ist, dass jemand einen anredet mit Namen und du sagt und darauf wartet, dass man Antwort gibt. Dadurch wird man ernst genommen. Aber das ist unter Menschen absolut nicht selbstverständlich. Das ist die große Botschaft der Bibel, dass Gott ein Gott ist, der nicht absolut losgelöst, absolut heißt ja losgelöst, im Jenseits sein will, sondern dass er eine Beziehung zu uns haben will und du sagt und deshalb seinen Namen vorstellt. Aber es kommt noch dicker. Ich bin Yahweh, dein Gott. Und eigentlich muss man sagen, das ist unerhört. Man kann ja manches vielleicht über Gott sagen, aber dass man zu Gott ein besitzanzeigendes Fürwort, so nennt man das, mein oder dein. Ich kann ja nicht sagen, mein Gott, wie ich sage, mein Taschentuch oder meine Jacke. Gott kann man nie in die Tasche stecken, er ist doch nicht mein Besitz. Nein, das ist so. Das wäre Arroganz, das wäre Anmaßung, völlig unberechtigt, wenn wir von uns aus das so den Verdacht hat man. Jeder erfindet zu seinen Gott, jeder hat zu seinen Gott. Ne? Ist heute wieder sehr modern. Der Soziologe Professor Ulrich Beck hat ein Buch geschrieben, der eigene Gott hat gesagt, der ganze Streit heute um Gott, das ist sowieso nur gefährlich, die Leute kloppen sich nur. Jeder hat doch sowieso, erfindet nach deinem Bastelprinzip seinen eigenen Gott. Im Supermarkt, da nimmst du dir Versatzstücke so, wie es dir schmeckt und stellst dir Gott so vor. Jeder hat seinen Gott. Das ist zwar Mode geworden, das sagt man, das ist mein Gott. Mein, das heißt aber meine Vorstellung, mein Produkt. Das ist ja nie größer als ich. Aber darf man das, wenn Gott wirklich lebt, wenn er existiert und nicht nur unsere Einbildung ist, darf man dann sagen, mein Gott. In Religionen, in denen man etwas ahnt davon, von dieser Majestät, wenn es Gott geben sollte, da ist immer Distanz. Sehr interessant, im Islam darf man das nie sagen. Kann sich unterwerfen und darf schon nicht so vertraulich werden, da Vater zu sagen oder mein Gott, das gibt es überhaupt nicht. Gott ist der eine und sonst kennt man ihn gar nicht. Und hier sagt er, ich bin Yahweh, dein Gott. Er sagt es, ich will ein Gott sein, der dir gehört. Du hast nicht das Recht, das für dich zu beanspruchen, aber ich will so sein. Ich möchte eine solche Beziehung zu dir haben, dass du nicht nur mich mit Namen kennst und voll Vertrauen anreden darfst, sondern dass du auch weißt, ich will zu dir gehören. Und du sollst zu mir gehören. Das sagt er zunächst dem Volke Israel und nicht nur mit den Worten, sondern dass er das ernst meint, hat er bewiesen. Das kommt dann, der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe. Das heißt, die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten, diese geschichtliche Tat war der Beweis Gottes für seine Zuwendung an das Volk Israel. Das soll für alle Zeit der Beweis sein. Das ist nicht irgendwie eine Idee, sondern in der Geschichte, in dieser Welt von Tischen und Bänken, handelt Gott und befreit sein Volk und macht es zu seinem Eigentumsvolk als einen Beweis. Ich bin Yahweh, dein Gott. Und das, was für das Volk Israel zunächst geschieht, war nie exklusiv gemeint. Dass es anfing mit dem Volk Israel, in der Person des Abraham, da sagt Gott dem Abraham, als er ihn beruft, ich will dich segnen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das heißt, von diese Geschichte, die so mit einer einzelnen Person und dann mit der Berufung und eines einzelnen Volkes Israel als des Bundesvolkes Gottes beginnt, ist von Anfang an universal ausgelegt und indem die Schlüsselperson des Volkes Gottes, von Gott her kommt der Messias, Jesus Christus. Christus heißt auf Griechisch Messias, der Gesalbte, der König Gottes. Hebräischen sagen Juden Yeshua HaMashias, Jesus Christus. Der kommt, da offenbart Gott seinen Namen noch einmal.
Jesus heißt Hilfe, Rettung. Dieser Name ist Gottes Programm. Und er sagt, dass ich dein Gott sein will, mit dem Namen, den du anrufen darfst, in Jesus, das habe ich bewiesen, so wie für Israel, indem ich sie herausgeführt habe und befreit habe aus der Sklaverei in Ägypten, so habe ich es für alle Menschen bewiesen, indem Christus, der die Zentralfigur Gottes in dieser Welt am Kreuz, unser Tod stirbt, das Gericht Gottes trägt und Gott ihn bestätigt in der Auferstehung, er die Todeswand durchbricht und damit ein für allemal die Schlüsselfigur für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist. Sehen Sie, das nenne ich eine Liebeserklärung, dass er sagt, ich bin Jahwe Jesus, dein Gott, der ich dich aus der Sklaverei von entwürdigender Knechtschaft geführt habe, der Macht, der Trennung von Gott, der Sünde und des Satans, wie die Bibel sagt, der Zerstörungsmacht, der Feindesmacht, unser Leben kaputt machen will, uns von Gott trennen will, der Quell des Lebens. Er sagt, das bin ich, das bin ich. Das ist eine Liebeserklärung. Und eine Liebeserklärung, das liegt in der Natur der Liebeserklärung, die sehnt sich, die wartet auf Antwort. Und die Antwort auf eine Liebeserklärung heißt, ich liebe dich auch. Oder sie ist eine Zurückweisung. Liebe kann ja nie vergewaltigen. Wenn sie vergewaltigt, ist sie keine Liebe mehr. Sie kann nie zwingen. Deshalb erwarten sie nie, dass Gott sie überwältigt und zwingt. Manche Leute haben komische Erwartungen, wie das gehen soll, wenn sie an Gott glauben. Ich kann nicht an Gott glauben, habe ich irgendwie nicht so erlebt. Und wenn, dann soll er auch richtig ran. Sie werden nie erleben, dass Gott sie vergewaltigt und zwingt. Kirchen haben das versucht. Ja, wir haben versucht, von oben Druck zu machen und mit der Polizei die Leute zu zwingen. Das war Staatsreligion. Ist im christlichen Glauben nicht gut bekommen. Hat ihn die Glaubwürdigkeit in Europa gekostet, bis heute. Ein schwieriger Punkt. Aber wenn die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite lesen, Gott zwingt nicht. In seiner Liebe bittet er, ich bin Jahwe, dein Gott. Und dann, auf diesem Hintergrund ist das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Bildnis machen. Du musst nicht von Einbildungen leben. Du musst nicht Produkte haben. Du musst nicht das Geschöpf anstatt des Schöpfers ehren. Das ist das Grundproblem unseres Lebens. Dass sie das Geschöpf geehrt haben anstatt den Schöpfer. Schreibt Paulus dann im Römerbrief im Neuen Testament. Deshalb ist alles verdreht worden. Du musst es nicht, du hast es nicht nötig. Du musst nicht mit dem Vorletzten zufrieden sein. Du darfst Gott kennen, der sich in Jesus dir offenbart hat, seinen Namen gegeben hat. Und bei diesem Namen heißt es, wer den Namen anruft, der wird errettet werden. So, und das ist die Voraussetzung. Und so wirbt Gott um diese Liebe und möchte, dass diese Befreiungstat in unserem Leben voll zum Zuge und zur Auswirkung kommt. Und dass damit ein neues Leben geschaffen wird in der ganzen Schöpfer- und Liebeskraft dieses Gottes, der ein Erfinder des Lebens und Freund des Lebens ist. Und weil er ein Freund des Lebens ist, schenkt er es nicht nur, sondern er sagt uns auch, wie wir es gebrauchen können. Und wie es so gestaltet werden kann, dass es wirklich bekömmlich ist, dass es gelingt. Und das entfalten die 10 Gebote. Ach, ich bin versucht, ich würde gerne 2 Stunden jetzt Ihnen Satz für Satz erläutern. Lassen Sie mich mal ein einziges Beispiel sehen. Da können Sie heute die Unterscheidung sehen, wer Gott in Ihrem Leben ist, an wen Sie wirklich glauben. Können Sie ein folgendes Beispiel sehen. Der lebendige Gott, der in Jesus sich offenbart, der sagt, du sollst den Feiertag heiligen. Alle 7 Tage ist Pause. Jeder, der sein Auto liebt, bringt es rechtzeitig in die Inspektion und zum Ölwechsel, weil er weiß, sonst ist die Karre kaputt. Das tun wir deshalb, weil wir unsere Knete lieben und die Kiste nicht kaputt machen wollen. Ne? Nun ist das Leben eines Menschen, seinem Körper und seiner Seele und seinen sozialen Beziehungen natürlich um Vielfaches komplizierter als jede noch so teure und komplizierte Maschine. Und der Schöpfer, der wirklich was davon versteht, wie der Konstrukteur, der versteht ja, wie die Maschine funktioniert, der macht ja die Gebrauchsanweisung.
Also der Schöpfer versteht was von unserem Leben und sagt, weißt du, dein Leben ist so empfindsam und kompliziert, dass es nur wirklich rund läuft, wenn du alle 7 Tage wirklich gründliche Inspektion beim Schöpfer hast. Richtig die Beine hochlegen und nicht nur spazieren gehen und gut essen und mal Mittagsschlaf machen, sondern wirklich auch, gib dich in die Hand des Schöpfers, dass er dir dient. Deshalb feiern wir Christen Gottesdienst, nicht weil wir Gott dienen wollen, das ist die zweite Frage, sondern dass wir Gott eine Gelegenheit geben, uns zu dienen, wirklich den Laden neu zu ölen. Dass da vom Schöpfer her schöpferische Kräfte reinkommen. Die meisten Menschen in unserem Land sagen, die Tendenz geht ja natürlich dahin, zu sagen, das können wir uns nicht leisten, wir müssen durcharbeiten. Der eigentliche Gott, das hat Jesus gesagt, der Menschen, der wirkliche Konkurrenzgott ist Geld. Jesus hat gesagt, du kannst nur Gott dienen oder dem Mammon. Die ganze Geschichte des Christentums ist ein Beweis dafür, dass wir meinten, wir können das ganz gut miteinander verbinden. Nein, sagt Jesus, das könnt ihr nicht. Ihr werdet das erleben. Sehen Sie, das sind heute die Leute noch stolz darauf, dass sie einen Herzkasper kriegen, weil sie keine Pause machen und so. Und die müssen, wir müssen machen, du kannst dir nicht leisten. Der Gott Geld und Geltung kennt keine Gnade. Da werden Menschen kaputt gemacht, da werden Kinder geopfert. Weil es der Gott Geld kommandiert. Das kann man gar nicht anders, sagt man. Da sagt die Bibel ganz einfach, ihr müsst entscheiden, ob ihr Gott oder den Götzen dienen wollt. Und das ist in Deutschland die eigentliche Entscheidung, um das mal ganz klar zu sagen. Ich rede hier nicht von Christentum, das ist sehr gut. Diese ganzen Traditionen und was wir da so haben, lässt sich alles bestens mit jeder Gottlosigkeit verbinden. Sondern ich rede von dem Gott, der sich in Christus uns allen gezeigt hat, uns ruft und sagt, ich bin Jahwe Jesus, dein Gott, der dich aus der Sklaverei befreit hat, in Kreuz und Auferstehung. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich will dich befreien. Und ich möchte, dass das Leben gelingt. Und dann sagt er weiter, nutzt, pflegt die Beziehungen, gebraucht den Namen im Gebet. Das ist spannend zu sehen. Lesen Sie das mal. Über den Generationenvertrag wird da geredet. Du sollst deine Eltern ehren. Wer hätte gedacht, dass das mal die zentrale Problematik dieses Landes werden würde am Beginn des 21. Jahrhunderts? Ist die Frage, wie wir das mit der demografischen Entwicklung und der Generationenfolge rein wirtschaftlich lösen werden. Das ist eine Kernfrage in dem lebenserhaltenden Gebot. Und dann, du sollst die Ehe nicht zerstören, die Treue und die Zuverlässigkeit. Du sollst nicht stehlen. Und dann heißt es, da sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst nicht lügen. Aber die Ehrlichkeit, diese Zuverlässigkeit im Reden und im Dasein geht, sagt er nicht, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Und wenn du willst, dann willst du. Ja, so machen wir das. Das ist aber alles heiße Sprüche. Nein, das Vorzeichen ist immer, ich bin Jahwe, ich bin Jesus, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat. Darum, ich habe dir das Leben geschenkt und jetzt möchte ich dir sagen, wie es gelingt. Und du darfst darauf vertrauen, dass ich zu dir stehe und dass ich dich durchbringe. Das ist immer eine Frage des Vertrauens. Vertraue ich dem lebendigen Gott oder... Wenn wir die Gebote Gottes auf den Müll schmeißen und sagen, das geht alles nicht, passt alles nicht, alles Eigengesetzlichkeiten, ist das zunächst ein Akt des Misstrauens, weil wir sagen, ich glaube diesem Gott einfach nicht, dass er auf diesem Weg, ich meine, warum werden Ehe gebrochen? Warum geht man fremd? Warum macht man das alles doch nicht? Kein Mensch will doch unmoralisch sein. Wir haben doch alle nur eine wahnsinnige Sehnsucht nach Liebe. Und Ehen werden gebrochen und man geht fremd, weil man glaubt, dass man eine Abkürzung zum Glücklichwerden gefunden hat. Das heißt, im Tiefen ist es das Misstrauen dagegen, dass Gott uns auf dem Weg der Treue in sexuellen Dingen und in Ehebeziehungen, dass er wirklich unser Glück will. Wir empfinden es als eine Zumutung. Kann sich ein anständiger Mensch doch nicht antun lassen. Ne? Wird man doch noch so. Gott aber sagt, ich habe dich geliebt, ich bin für dich da, ich habe dich befreit und jetzt, glaub mir, so gelingt das Leben. Sehen Sie, und wenn Sie die Beispiele ansehen, auch in der Bibel, ich habe von dem Mafia-Boss Zachäus vorhin erzählt, dass der da für alle befremdlichte das tat und sagte, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen und wo ich betrogen habe, gebe ich vierfach zurück. Das
ist nicht moralisch vom Himmel gefallen, sondern die Geschichte fängt ganz peinlich an. Dieser Typ, so hart er ist, hatte eine Sehnsucht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und er litt unendlich unter dem Hass und der Ausgrenzung der Bevölkerung und sie ließen ihn das spüren. Und dann kriegt er eine Ahnung, wir wissen gar nicht, was er geahnt hat und gehört hat, dass Jesus kommt nach Jericho und dann macht er sich an die Straße auf. Und weil keiner ihn vorhat und er auch ein bisschen klein gewachsen ist, scheut er die Albernheit nicht und klettert auf einen Baum, um da Aussicht zu haben. Und wehmütig sitzt er da von ferne als Zuschauer. Möchte sich sehnen danach, dass er das Leben selber noch einmal ergreifen könnte, weil er die traurige Erfahrung hat, dass in der Eiskiste seiner Habgier und des Hasses der anderen sich nicht sehr gut leben ließ. Aber er sah überhaupt gar keine Chance. Es war nur Distanz, es war nur Abstand. Und das Wunder, das ihn total von der Rolle bringt, ist, dass Jesus die Masse der jubelnden Anhänger einfach kalt stehen lässt und nur einen Blick hat für den Typ da oben, den jeder verachtet. Und sagt, steig schnell runter, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Das führte zu Aufruhr bei allen rechtschaffenen Menschen in der Stadt, für allen sozial Betroffenen, weil natürlich, es war doch, ich meine, so sind halt die Pastoren, dann gehen sie mit den Schiebern Kaffee trinken oder Spätlese, ne? Denn wir reden, kein Wort hat Jesus sozialkritisch gesagt. Er hat nicht gesagt, pass mal auf, ich würde ja gerne zu dir kommen, aber wenn ich zu dir komme, dann gilt erstmal Folgendes, muss aufgeräumt werden. Nichts. Er geht einfach mit. Das war sowas wie missverständlich. Und entsprechend wird berichtet, dass sich alle anständigen Bürger in Jericho, die ein bisschen Anstand in den Knochen hatten, furchtbar ärgerten und empörten über das Verhalten von Jesus. Aber Jesus tut es. Er setzt sich zu ihm an den Swimmingpool. Ich weiß nicht, welchen Cocktail die getrunken haben. Und dann steht einfach da, dass Zachäus aufstand und sagt, die Hälfte meines Vermögens den Armen und wo ich betrogen habe, vierfach zurück. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Verstehen Sie? Die Frage nach den Werten ist nicht die Frage nach den Grundsätzen. Das ist leider so. Es gibt ja auch ein paar Charakterstärke, will ich ja auch gar nicht leugnen, will ja niemand diskriminieren. Wir können ja gar nicht genug Charakterhelden haben. Es gibt zu viel Schweinerei in der Welt. Bin ich nicht interessiert daran, einem Atheisten, der ethisch mit Konsequenz lebt und so, das irgendwie in Frage zu stellen. Ich freue mich über jeden Menschen, der sich in dieser Welt anständig benimmt, aus welchen Motiven auch immer. Wir können es dringend gebrauchen. Aber insgesamt ist die Bilanz unserer Welt so, dass wir sagen können, wir wissen zwar alle, was eigentlich sein müsste, aber wir haben tausend Gründe, warum es nicht passiert und schon gar nicht im eigenen Leben. Da gehört dann auch noch dazu, dass wir immer darauf warten, dass die anderen damit anfangen. Weil dann können wir, ne? Wir können ja, wir sind es ja nie gewesen. Und deshalb wird es im Grunde nichts. Der einzige Mensch, den ich verändern kann, bin ich. Kann kein Mensch ändern. Und das ist die Herausforderung der Bibel. Ich sage, ich bin Jesus, Jahwe, dein Gott. Ich weiß nicht, ob Sie das bisher haben an sich so herankommen lassen können, dass Gott so persönlich zu Ihnen gehören will. Dass sie sein Eigentum und er ihr Eigentum sein soll. Ohne dass er zu ihrem Taschengötzen wird. Glauben Sie nicht, dass Gott dadurch zum Maskottchen, würde sie in die Tasche stecken können und sozusagen als Glücksversicherer wie ein Amulett mit sich rumschleppen. Er bleibt der Schöpfer und Herr des Universums. Er wird der Richter der Welt sein. Er ist der souveräne Schöpfer und Herr und Erhalter. Und trotzdem will er in Jesus ganz zu uns gehören. Diese Gewissheit soll so fest sein, wie Christus sich hat ans Kreuz nageln lassen, so fest lässt sich Gott auf die Zusage seiner Liebe nageln. Und so gewaltig, wie er den Tod aufbricht in der Auferweckung Jesu, so stark ist das Wort seiner Liebe, dass auch der Tod nicht mehr in Frage stellen kann, geschweige denn irgendeine andere Krisenmacht oder Zerstörungsmacht. So, und deshalb ist die erste Frage, die ist immer nicht, kann ich das nicht tun, sondern will ich diese Liebe zulassen? Will ich diese Energieströme der Liebe Gottes wirklich an mich ranlassen? Einmal und zum ersten Mal, aber dann auch dauernd. Das ist nicht nur am Anfang so.
In dem Augenblick, wo sie versuchen, auf eigene Kosten, aus eigener Kraft ihr Leben zu gestalten, landen sie in Heuchelei. Ich will ja keinen Landesverrat begeben, aber jetzt, da die Zeiten so sind, wie sie sind, kann ich ja auch mal frech sein. Wie oft habe ich das gehört von Christen, Kirchen und Gemeinden, die gesagt haben, muss ja nicht immer so laut von Gott reden und vom Glauben reden, ist besser, wir leben so, dass wir gefragt werden. Ja, jetzt im Augenblick werden wir gefragt. Aber sie fragen uns leider nicht nach unserer Heiligkeit, sondern sie fragen, warum die Bischöfin besoffen über die rote Ampel fährt und warum die Priester kleine Kinder missbrauchen. Sie fragen uns nach unseren Sünden, peinlicherweise. Und nicht nach einer gewaltigen Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und da das so ist, haben wir einen Kloß im Hals und wissen gar nichts mehr zu sagen. Das verrät aber nur, dass wir uns selbst präsentieren wollen. Sehen Sie, aber das Geheimnis ist, dass dieser ewige Gott sich so klein gemacht hat, dass er uns Halunken, uns Versager, unsere Wortbrecher, unsere Ehebrecher, uns Lügner liebt, uns trennen will von dem. Er identifiziert uns nicht mit dem Bösen, das wir getan haben. Er möchte, dass wir das loswerden, dass wir Vergebung bekommen und dass wir neu leben aus seiner Kraft, unter der Wohltat der Sonne und der Energie seiner Liebe leben können und sagen, Herr, wenn du das willst, dass mein Leben anders sein soll, ich vertraue dir und dann gib mir jetzt die Kraft, dass ich tun kann, was du willst, dass ich tue. Schaffe in mir das Wunder, das du geschehen sehen willst. Ich kann es nicht. Er muss es in uns schaffen. Aber das ist das Geheimnis eines Lebens mit Christus. Dass er unser Versagen immer wieder nimmt, an sein Kreuz nimmt, jeden Tag neu. Jesus hat gesagt seinen Jüngern zum Schluss gesagt, ich will die Füße waschen, ich will euch die Füße waschen. Das ist ein Bild, ein starkes Bild dafür, dass auch jeder, der Jesus nachfolgt und zu ihm gehört, sich täglich das Leben schmutzig macht. Wie damals in der alten Zeit, dass der mal barfuß durch die staubigen Wege ging und zum Schluss schrecklich schmutzige Füße hatte. Und in jedem anständigen Haus man erst die waschen musste, ehe man da wirklich sich zu Tische setzen und legen konnte. So, und das hat Jesus gesagt, dass das braucht ihr. Da wachst ihr nicht drüber raus. Manche sind ja so eingebildet und eitel und so fromm, dass sie meinen, am Anfang ja, aber dann muss ja mein Charakter das schaffen. Das ist Quatsch. Jesus hat gesagt, ich werde dir die Füße waschen. Es gibt Versagen und ich werde dir immer und immer wieder in Treue dienen, damit du keinen Grund hast und keine Ausrede aufzugeben. Wir wollen gemeinsam aus der Kraft der Liebe Gottes einen neuen Weg gehen. Ich wünsche Ihnen sehr, das ist das Wichtigste, was wir als Christen zu dem Thema Werte und Moral haben. Ich hatte mal einen Essener Pfarrer, der längst nicht mehr lebt, der hat mich sehr geprägt in meinem persönlichen Leben, als ich so gekämpft habe, Christus nachzufolgen und angefangen habe. Der hat den frechen Satz gesagt, Moral ist, einer Kuh zu sagen, sie soll Klavier spielen. Der hat ja einfach die Voraussetzungen nicht dazu. Das war ziemlich hart. Das war ziemlich hart, aber die Selbstüberschätzung, der Stolz des Menschen sagt, wir schaffen das schon. Die Bibel ist da stocknüchtern und sagt, pass mal auf, wenn du dieses Geschenk nicht bekommst, der Vergebung der Schuld und der Erneuerung, dass Gott in dir lebt, in der Kraft seines Geistes seine Liebe ausgießt und dein Leben neu gestaltet, seine Stärke und deine Schwäche zusammenkommen, wird nie was draus. Er schafft. Und deshalb ist die Einladung immer zuerst, nicht man sollte, man müsste, man könnte, sondern ist, lass dir diese Liebe gefallen. Lass dir diese Liebe gefallen. Die Bibel redet da mal unter dem Licht, lasst uns im Licht gehen. Gott ist Licht und wenn wir im Licht gehen, hat das zuerst einmal die Wirkung, dass aufgedeckt wird. Und da sind natürlich riesige Ängste. Wir sind da als Menschen gewohnt, aufdecken heißt, ich werde bloßgestellt und die anderen werden das schamlos ausnutzen und ich stehe da nicht nur wie ein Idiot, sondern die machen mich fertig. Nicht? Was tragen Menschen über Jahre und Jahrzehnte dunkle, schmerzhafte Geheimnisse mit sich rum und hoffen, dass sie vergessen könnten? Ganz, ganz viele. Betrügereien, Häuser gebaut mit Darlehen, die auf verlogenen Angaben beruhten, lebt mein ganzes Leben drin, versucht es zu vergessen.
Tausende in Deutschland haben nach der Nazi-Zeit, das habe ich selber, ich habe im Düsseldorfer Hauptstaatsarchiv, als ich ein Buch geschrieben habe über einen Essener Pfarrer, die Namen gelesen von den Gestapo-Spitzeln damals in der Nazi-Zeit. Damals wurden die Akten nicht geöffnet wie bei der Stasi. Als ich in den 70er Jahren diese Studien machte, hätte ich noch damals in Essen das kirchliche Leben hochgehen lassen können, weil die Namen bekannt waren, der Verräter, die alle anständige Menschen waren, die alle ihre Karriere gemacht haben, nicht nur in Staat und Gesellschaft und Firmen, sondern auch in der Kirche, aber die schmierige Verräter waren. So ist es heute mit der Stasi. Es sind Tausende, zigtausende von Menschen, die dunkle Feier machen. Das betrifft auch die Kirchen. Als die Akten geöffnet wurden, haben die Kirchen gesagt, wir bitten unsere Mitglieder, insbesondere die Pfarrer, freiwillig zu bekennen, wo sie Verräter gewesen sind. Wir wollen euch vergeben, wir wollen mit euch neu anfangen. Nicht einer hat sich gemeldet. Nicht einer. Alle haben gewartet, bis irgend ihre Opfer in den Stasi-Akten ihre Namen entdeckt hatten und sie zwangsweise enttarnt wurden. Das passiert bis heute massenweise. Und dann gibt es viele, viele andere dunkle Nöte. Nicht nur böse Taten, sondern auch Verletzungen. Jetzt kommt das so ans Tageslicht, was das alles bedeutet. Missbrauch, sexueller Missbrauch, auch in den Kirchen, ja. Aber weit über 90% der Fälle sind natürlich in Familien. Das heißt, Väter, Großväter, Onkel missbrauchen Kinder sexuell. Und in Scham wird ein Leben lang nicht drüber gesprochen. Das heißt, es sind ja auf zwei Seiten Geheimnisse. Bei den Opfern sind schreckliche Geheimnisse und Verletzungen, die ihr Leben zerstören und zur Qual machen können. Aber auch auf der Seite der Täter. Sie leben mit Geheimnissen, die sie versuchen zu verdrängen und die nicht wegzumachen sind. Millionenfach unter uns. Sehen Sie, und unsere Angst, die sagt, ich kann mir das nicht leisten, ehrlich zu werden, beantwortet Gott mit dem Sonnenschein seiner Liebe und sagt, pass auf, das Licht meiner Liebe ist kein Folterlicht. Ich leuchte dein Leben nicht aus, um dich bloßzustellen und fertig zu machen, sondern es ist das Licht, aus dem Wachstum des neuen Lebens kommt. Ich will Ihnen deshalb sagen, was ein ganz kostbares Geheimnis ist und Geschenk, das Erste, was Jesus gibt nach der Auferstehung. Begegnet er am Abend seinen Jüngern und sagt, Friede sei mit euch. Als er blies sie an und gab ihnen den Heiligen Geist, später an Pfingsten dann für alle, aber am ersten Ostertag, Johannes 20, können Sie das nachlesen, blies sie an, gab ihnen den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, erlasst, den sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Das heißt, er gibt den Menschen, die ihm vertrauen, die Vollmacht, du darfst einem anderen Menschen, der dir in der Verschwiegenheit als Zeugen seine dunklen Geheimnisse ausspricht, um Vergebung vor Gott zu bitten, dem darfst du im Namen des lebendigen Gottes zusprechen. So war Christus am Kreuz gestorben und so war er auferstanden, ist dir sind deine Sünden vergeben. Das nennt man Beichte und Zuspruch der Vergebung der Sünden. Manche halten das für katholisch, das ist völliger Quatsch. Das ist das kostbarste Geschenk, das Jesus gemacht hat. Das kostbarste Geschenk. Dazu gehört einer, der Jesus kennt und der bereit ist, einem anderen als Zeuge zuzuhören. Er muss nicht Berater sein, der soll nicht quasseln, was man besser macht. Er soll einfach zuhören und schweigen wie ein Grab. Für immer. Und auf das Bekenntnis der Sünde ihm zusprechen, so spricht das Wort Gottes. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von allem Unrecht. Das ist das Wort Gottes, das gilt. So wahr Christus gestorben und auferstanden ist. Dietrich Bonhoeffer hat einmal den Satz gesagt, Sie kennen ihn, den die Nazis ermordet haben, wegen seines Bekenntnisses zu Christus und seines Widerstandes gegen die Tyrannei. Er hat gesagt, der Christus im Wort des Bruders ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Ich will sagen, wenn einer wirklich mit den Dunkelheiten seines Lebens fertig werden will und das versucht alleine zu tun, wird er oft erleben, dass die Zweifel, bilde ich mir nicht alles ein,
Vergebe ich mir das nicht selber? Versuche ich das nicht schön zu reden? So stark sind, dass er keine Klarheit und Gewissheit bekommt. Und deshalb diese Hilfe, dass wir einander zusprechen. Auf dein Bekenntnis sind im Namen des Jesus Christus, dir sind deine Sünden vergeben. Ich sage Ihnen ganz offen, das sind die tiefsten und größten Erfahrungen meines Lebens, wo ich das selber für mich so empfangen habe und wo ich das anderen so beistehen konnte. Und ich bin sehr besorgt und traurig und ahne, warum so viele sogenannte christliche Gemeinden und wirkliche christliche Gemeinden so viele Probleme mit ihrem Glauben haben, weil sie alles Mögliche tun, aber nicht im Licht vor Gott leben. Und deshalb mit ihren unbewältigten Problemen und Sünden sich abschleppen wie mit Ketten und Belastungen, die einen fertig machen bis zum Letzten. Ja, er gibt Wegweisungen, damit das Leben gelingt. Aber am Anfang steht die Liebeserklärung, diese Befreiung, diese Zuwendung, die so stark ist, dass man springen möchte vor Freude und sagt, das kann doch nicht wahr sein, das gibt's doch nicht auf dieser Welt. Das ist doch wahr. Es gibt's nur in diesem Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Verstehen Sie, deshalb schließen wir die Abende ja immer so, dass wir all denen unter Ihnen, die das möchten, als eine Hilfe für sich anschummeln, anbieten. Kommen Sie, stehen Sie auf, wo Sie sind, wenn wir gleich das Lied der Musikgruppe hören, und stellen Sie sich zu mir und zu den Mitarbeitern aus dem Seelsorgeteam an dieses Kreuz. Als ein äußeres Zeichen, ich will dieses Geschenk der Liebe Gottes annehmen. Ich will mich öffnen dafür. Das können Sie tun, indem Sie ganz einfach ein Gebet mit mir sprechen. Es soll so sein, ich spreche Ihnen Satz für Satz vor und werde Sie bitten, es laut als Ihr persönliches, ehrliches Gebet zu sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünde. Wir halten einen Augenblick Schweigen und Sie können aussprechen, was Ihnen bewusst ist. Auch wenn Sie diesen Schritt tun, können Sie durchaus überlegen, brauche ich das, dass ich noch einmal nachher auch mit irgendeinem im vertrauten Gespräch unter vier Augen mal mein Leben bespreche und wirklich aufräume, auch die Keller, auch das, worüber ich noch nie mit jemandem gesprochen habe. Man muss ja kein Prophet sein, um zu wissen, wenn in Deutschland jedes Jahr 120.000 Abtreibungen passieren, legal, wie viele Menschen mit Not sich abquälen in ihren Gewissen, Frauen und Männer. Aber man darf es ja nicht sagen und man darf es auch gar nicht haben. Es ist alles ganz schick und ganz richtig. Nicht? Aber das ist gelogen. Es ist nicht die Wahrheit. Die Frage ist, ob Menschen sich dem öffnen. Ich lade Sie deshalb herzlich ein. Also wir beten, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und mir alle meine Sünde vergeben hast. Und lassen Sie uns dann auch sagen, mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich will dir vertrauen, ich will dir folgen. Zeig mir deinen Weg, du bist mein Herr. Wenn Sie so beten möchten und so einen ersten Schritt tun, um dieses Geschenk anzunehmen und dann zu lernen, wie Sie auf diesem Weg als ein Schüler von Jesus in der Gemeinschaft mit ihm das Leben neu gestalten, dann lade ich Sie ein, jetzt zu kommen. Die Musikgruppe wird das Lied singen und ich warte auf Sie. Während dieser drei Strophen des Liedes ist Zeit. Die Nachbarn werden Sie durchlassen und denken Sie einen Augenblick wirklich einmal daran, wie wichtig Gott Sie nimmt. Und Sie sind hier in einer Versammlung, wo Sie sicher sein können, dass die allermeisten Menschen sich riesig mit Ihnen freuen, wenn Sie diese Grunderfahrung Ihres Lebens neu machen. Letzten Endes ist das unser Motiv, dass wir Leute, was uns verbindet, die verschiedenen Gemeinden, so unterschiedlich wir sein mögen, aber wir sind Menschen, die wir erlebt haben, dass diese Schlüsselerfahrung unser Leben in die Weite geführt hat, eine neue Perspektive gegeben hat. Deshalb haben wir uns verbunden, diese Einladung Ihnen zu überbringen. Komm.